Hallo, in diesem Video geht es um Enzyme. Ich habe euch hier jetzt mal ein Enzym aufgemalt. Das soll ein Enzym darstellen. Man sieht jetzt sozusagen von oben die Oberfläche von dem Enzym. Dann hat das Enzym hier ein aktives Zentrum. Dort kommt dann das Substrat, was ich hier oben gezeichnet habe. Das wird dann in dieses aktive Zentrum eingebracht und kann dort dann reagieren. In diesem Fall wird das Substrat jetzt gespalten. Enzyme machen ganz verschiedene Reaktionen, machen zwei Substrate zusammen, machen zwei Substrate, wandeln die um in ein anderes Molekül, machen Bindungen, spalten die Bindungen. Und hier in dem Fall werden eben Bindungen gespalten, sodass das Substrat nachher dann sozusagen in zwei Stücke zerlegt ist. Das Enzym ist dann wieder frei und sieht dann genauso aus wie vorher, hat wieder sein aktives Zentrum frei und kann ein neues Substrat aufnehmen und sozusagen das dann auch weiter verarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft bei Enzymen. Die sind Katalysatoren, das nennt man ebenso, wenn die Enzyme sozusagen in die Reaktion reingehen, die Reaktion sozusagen katalysieren und dann nachher wieder genauso aussehen wie vorher. Also nicht chemisch verändern, sich nicht chemisch verändern, sondern eben genauso bleiben, wie sie vorher auch waren. Das Zweite, was wichtig ist bei Enzymen, ist die Substratspezifität. Das heißt, sie sind spezifisch für ganz bestimmte Substrate. Nicht jedes Enzym kann jedes Substrat umwandeln, sondern ein Enzym katalysiert eine ganz bestimmte Reaktion mit einem ganz bestimmten Substrat. Es gibt welche, die können auch mehrere Substrate binden und so weiter, aber zum Verständnis ist es jetzt erstmal ganz wichtig, dass sozusagen dieses aktive Zentrum nur für ganz bestimmte Substrate passend ist. Deswegen habe ich das hier jetzt erstmal gemalt. Hier sind drei Substrate für dieses Enzym. Das passt hier, soll jetzt so gemalt sein, das passt hier genau rein. Und dann habe ich eins gemalt, das würde da zum Beispiel jetzt nicht reinpassen. Das ist jetzt auch ein Substrat, aber von einem anderen Enzym. Das habe ich jetzt beispielsweise hier mal aufgemalt. Habe ich jetzt mal Enzym 2 genannt, damit das von dem unterscheidbar ist. Das sieht ein bisschen anders aus, katalysiert vielleicht eine andere Reaktion, indem es vielleicht jetzt nicht das spaltet, sondern irgendwas anderes, eine andere chemische Reaktion mit dem Substrat katalysiert. Das, was ich jetzt gerade erklärt habe, dass das Substrat sozusagen ganz genau hier rein passt, das nennt man Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das ist eine ziemlich alte Vorstellung, dass sozusagen dieses Substrat wie ein Schlüssel in ein Schloss, in dieses aktive Zentrum von dem Enzym passt. Es gibt mittlerweile noch eine genauere Vorstellung von dieser Bindung des Substrats an das Enzym. Das nennt sich jetzt Induced Fit, also eine induzierte Passform sozusagen, ein induziertes Passen. Induziert heißt, dass dieses aktive Zentrum nicht starr ist, also nicht einfach, wie sage ich mal, ein Schloss, das ist ja immer gleich, das passt immer für den Schlüssel, man kann den Schlüssel reinstecken, wieder rausziehen, das Schloss verändert sich nicht. Jetzt ist es bei den Enzymen so, dass sozusagen das Substrat jetzt an das Enzym herankommt und dieses aktive Zentrum ist sozusagen ziemlich offen. Und wenn das Substrat in das aktive Zentrum hineinkommt, dann schließt sich dieses aktive Zentrum so ein bisschen um das Substrat. Also es klammert das so ein bisschen fest. Und dann, dadurch wird das stabilisiert, dieser Komplex hier, Substrat-Enzym-Komplex, der wird stabilisiert dadurch, dass das sozusagen, ja, das Molekül sich nochmal, also das Enzym sich nochmal ein bisschen verändert und dadurch das Substrat fester hält. Nachdem die Reaktion dann passiert ist, lösen sich diese Bindungen wieder und das Produkt, also das, was aus dem Substrat durch die Reaktion geworden ist, kann dann wieder aus dem aktiven Zentrum rausgehen. Ja, das ist eigentlich so der Grundmechanismus, was Enzyme so machen. Dann gibt es noch als kleinen Ausblick
Das Enzym, was ich hier gezeichnet habe, ist ein aktives Enzym. Es gibt aber auch inaktive Enzyme. Das habe ich jetzt mal hier gezeichnet. Das soll das gleiche Enzym sein. Und zwar einmal die aktive Form und einmal die inaktive Form. Bei der inaktiven Form hat das Molekül eine etwas andere Form. Und auch das aktive Zentrum ist so verändert, dass das Substrat hier jetzt nicht mehr reinpasst. Es gibt verschiedene Inhibitoren, die setzen sich entweder in das aktive Zentrum rein oder an das Substrat, an das Enzym an einer anderen Stelle dran, und inaktivieren das Enzym, sodass es nicht mehr arbeiten kann. Das ist ganz wichtig in der Zelle, weil nicht jedes Enzym wird zu jeder Zeit gebraucht. Und es gibt da verschiedene Mechanismen, wie Inhibitoren Enzyme inhibieren, also inaktivieren. Und dazu werde ich dann nochmal ein weiteres Video machen. Gut, wie immer Fragen, Unverständlichkeiten einfach drunter schreiben unter das Video. Und es gibt auf jeden Fall noch ein zweites Video, wo das nochmal genauer erklärt wird mit dem IndustFit und die Enzyminhibitoren. Gut, danke fürs Zuhören.